Rund ein halbes Jahr vor der nächsten Präsidentschaftswahl in Frankreich hat Staatschef Macron ein 30 Milliarden Euro umfassendes Investitionsprogramm angekündigt. Die Staatshilfen sollten dem Land zu einer Führungsrolle bei Innovationen und Forschung verhelfen, sagte Macron. Das Konzept sieht vor, Kernbereiche der französischen Wirtschaft zu modernisieren, etwa die Auto- sowie die Luft- und Raumfahrtindustrie. Außerdem will Macron die Atomkraft ausbauen. Große Bühne für den Präsidenten. Vor Unternehmern und Studierenden entwarf Emmanuel Macron heute seinen Zukunftsplan für Frankreich 2030. Ambitioniert und selbstbewusst. Frankreich strebt eine Führungsrolle in Forschung und Industrie an, vor allem in der Atomtechnologie. Ziel Nummer eins: bis 2030 bauen wir kleine, innovative Atomreaktoren und sorgen für eine bessere Entsorgung. Macron sieht die Kernkraft als CO2-freie, saubere und billige Energieform. Das sind die neuen kleinen Atomkraftwerke Typ SMR, die angeblich sicherer sein sollen als die herkömmlichen. Ein Reaktor bleibt ein Reaktor, egal ob groß oder klein, und nuklear, das macht Angst. Ich bin dafür, denn das ist gut für die französische Wirtschaft und liefert billigen Strom. Insgesamt investiert Frankreich 30 Milliarden Euro. Neben Kernenergie unter anderem für grüne Wasserstofftechnologie sowie Elektro- und Hybridfahrzeuge. Damit zielt Macron bereits auf den französischen Präsidentschaftswahlkampf. Die Zukunft der Atomindustrie ist hier bereits jetzt eins der zentralen Wahlkampfthemen. Mehr noch, Frankreich kämpft für die Anerkennung der Kernkraft in Brüssel als grüne Technologie und geht damit offensiv auf Konfrontationskurs mit Deutschland.